Mein Name ist Daichi Mitsuboshi. Ich bin in der 10. Klasse der Highschool. In unserer Klasse gab es ein unglaublich süßes Mädchen. Ihr Name war Yuna Matsuzaka. Als sie in die Schule kam, sprachen viele Leute mit ihr. Aber weil sie nicht viel redete und eher introvertiert war, fingen die Leute an, sie zu meiden. Sie sieht auch gut aus, also fragten viele Jungs sie nach einem Date, aber sie sagte immer nein. Die Leute bekamen den Eindruck, dass sie lieber allein ist und sie wurde schließlich isoliert. Guten Morgen, Miss Matsuzaka. Guten Morgen. Sie sah mich verwirrt an. Du liest doch immer Bücher. Liest du gerne? Ja, das tue ich. Sie antwortete mir die ganze Zeit mit einem verwirrten Blick. Früher habe ich oft Bücher gelesen. Welche Art von Büchern liest du denn? Warum fragst du? Ich wollte mit dir auskommen. Wir sind ja schließlich Sitznachbarn. Du wirst keinen Spaß mit mir haben, selbst wenn wir uns verstehen. Ich glaube, ich habe Spaß mit dir. Ich will allein sein, also lass mich in Ruhe. Matsuzaka schloss ihr Buch und stürmte aus der Klasse. Du gehst zu weit, wenn du mit Miss Matsuzaka sprichst. Mein Freund Shota Minosaki fing an, mit mir zu reden. Ich schätze, das ist nicht so einfach, was? Nun ja, du hast ja gesehen, wie sie ist, oder? Warum hast du auf einmal angefangen, mit ihr zu reden, wo doch sonst niemand mit ihr redet? Ich wollte mit ihr auskommen. Ich habe nach einem guten Zeitpunkt gesucht und jetzt schien es so gut wie jeder andere zu sein, da ich neben ihr saß. Du magst sie? Ja. Ich hatte keinen Grund, es zu verbergen, also sagte ich es ihm einfach. Es gab jemanden, der noch an ihr interessiert war. Sie hat ein tolles Gesicht, aber du solltest es lieber lassen. Und warum? Du weißt doch über sie Bescheid. Sie ist überhaupt nicht sozial. Auch wenn sie hübsch ist, ist sie eine einsame Streberin. Als sie anfing, haben viele Jungs mit ihr ausgehen wollen, aber jetzt ist sie eine Einzelgängerin. Aber irgendetwas an ihr zieht mich an. Vielleicht ist es ihr Gesicht und wie cool sie ist. Du sagst cool. Ich sage Kommunikationsprobleme. Ich weiß nicht so recht. In der Middle School war sie sehr bekannt. Ich war auf derselben Middle School wie sie, aber sie war auch mit ihren Ex-Freunden so. Sie haben immer innerhalb eines Monats Schluss gemacht. Alle sagen immer, dass sie eine langweilige Person ist. Irgendwann wollte keiner mehr mit ihr ausgehen und sie war eine Einzelgängerin, genau wie sie es jetzt ist. Ich verstehe. Ich dachte, sie sei gern allein, aber ich wusste nicht, dass das die wahre Geschichte dahinter war. Ich war auch ein introvertierter Mensch, der nicht gerne mit Menschen sprach. Jemand, den ich in der Middle School traf, hat meine Denkweise verändert. Nachdem ich von ihrer Geschichte gehört hatte, fühlte ich mich ihr viel näher. Ich will mit ihr auskommen. Du solltest wirklich aufhören. Du wirst dich noch langweilen. Danke, dass du dir Sorgen um mich machst, aber ich werde es tun. Mittagessen. Hey, willst du mit mir essen? Ich sprach mit ihr, als sie anfing zu essen, damit sie nicht weglaufen konnte. Ich glaube nicht, dass es einen Grund gibt, warum wir zusammen essen sollten. Sie sah so aus, als wollte sie ihr Bento wegpacken, aber sie hörte auf, nachdem sie den Eindruck hatte, dass es die Mühe nicht wert war. Du versuchst immer wegzulaufen, wenn ich mit dir rede, also dachte ich mir, dass du reden willst, während wir essen? Ich bin weggelaufen, um nicht mit dir zu reden. Ich will allein sein. Sei nicht so. Wir sind Klassenkameraden. Lass uns miteinander auskommen. Ich nahm einen Stuhl an ihrem Tisch und fing an, ein Brot zu essen, das ich gekauft hatte. Du musst nicht an meinem Tisch essen. Wir sitzen buchstäblich nebeneinander. Es ist freundlicher, wenn wir nah beieinander sitzen. Ich kann mich nicht daran erinnern, mit dir befreundet zu sein. Wir essen zusammen Mittag. Wir sind Freunde. Du bist ziemlich hochmütig. Vielleicht hat sie aufgegeben. Sie hat danach aufgehört, sich zu beschweren. Es war nicht so, dass sie freundlich war, aber sie hörte wenigstens zu. Nach dem Unterricht. Hey, lass uns zusammen nach Hause gehen? Geh allein nach Hause. Sie ging alleine nach Hause und ich stellte mich neben sie. Warum folgst du mir? Nun, wir gehen durch dasselbe Tor. Du musst nicht neben mir gehen. Ich will in deiner Nähe sein. In meiner Nähe wirst du keinen Spaß haben. Das ist nicht wahr. Ich habe Spaß. Ich verstehe das nicht. Sie schien genervt zu sein, aber sie reagierte wenigstens. Nachdem wir vor der Schule waren, ging es definitiv in eine Richtung, aber ich sprach weiter mit ihr. Hey, warum willst du so viel mit mir reden? Sie fragte mich, nachdem wir eine Weile nach Hause gegangen waren. Ist es, weil du dich mit mir vertragen willst? Als Freunde?
Als sie mich fragte, erstarrte ich. Ich wollte ihr Freund sein. Ich wusste, dass es schiefgehen würde, wenn ich sie plötzlich um ein Date bitten würde. Also habe ich versucht, sie kennenzulernen. Aber sie ist es gewohnt, dass man sie um ein Date bittet. Sie dachte wahrscheinlich, ich hätte Hintergedanken. Ich mochte dich von dem Tag an, an dem ich dich gesehen habe. Ich weiß, es kommt plötzlich, aber ich möchte mit dir ausgehen. Ich dachte mir, ich sage ihr einfach, was ich fühle, ohne es zu verstecken, wenn sie es schon herausgefunden hat. Ich wollte nicht, dass sie denkt, ich wäre nicht loyal, wenn ich lüge. Sie stieß einen langgezogenen Seufzer aus. Ich wusste, dass du das wolltest. Ich will mit niemandem ausgehen. Gib mich auf. Gibt es einen Grund, warum du nicht mit mir ausgehen willst? Faul. Verabredungen sind zu viel Arbeit? Es gibt eine Menge Gründe. Ich sagte nein, lass mich in Ruhe. Sie stieß mich kalt weg und ging weg. Ich wusste, dass es nicht einfach sein würde, aber ich war ein bisschen verärgert, dass ich abgewiesen wurde. Ich konnte sie nicht mehr verfolgen. Am nächsten Tag. Guten Morgen, Matsusaka. Warum redest du mit mir? Ich bin nur freundlich. Sie sah mich entgeistert an, als ich sie begrüßte, als wäre nichts geschehen. Ich dachte, ich hätte dir gesagt, dass du mich in Ruhe lassen sollst. Ich dachte nur, wir könnten wenigstens Freunde sein. Ich will nicht einmal dein Freund sein. Ich will dich nicht aufgeben. Du weißt wirklich nicht, wann du aufhören musst, oder? Du willst keinen Spaß mit mir haben. Ich habe immer Spaß mit dir. Ich verstehe das nicht. Miss Matsusaka legte ihre Sachen ab und verließ den Unterricht. In jeder Pause habe ich mit ihr geredet. Sie lief einfach weiter, aber ich hörte nicht auf, mit ihr zu reden. Mittagspause, Innenhof. Du bist draußen zu Mittag, was? Warum folgst du mir? Sie seufzte schwer, nachdem ich ihr in den Innenhof gefolgt war. Sie hatte eindeutig genug von mir. Wenn du nur aufhören würdest, wegzulaufen. Siehst du nicht, dass ich dir aus dem Weg gehen will? Ich will immer noch mit dir zusammen sein. Lass mich in Ruhe. Matsusaka aß weiter, ohne wegzulaufen. Es schien, als hätte sie aufgegeben. Du hast es endlich aufgegeben, mich wegzuschicken, was? Du wirst mir doch trotzdem folgen, oder? Ja, natürlich. Vielleicht wollte sie verhindern, dass sich jemand zu ihr setzt. Sie hatte ihre Sachen auf dem Sitz neben sich. Ich hatte Brot zum Mittagessen, also habe ich einfach im Stehen gegessen. Ich mag es nicht, wenn du auf mich herabschaust. Dann hocke ich mich eben hin. Wo willst du dich denn hinhocken? Setz dich einfach neben mich. Sie rückte ihre Sachen weg, damit ich mich neben sie setzen konnte. Es gefiel ihr wohl nicht, dass ich vor ihr hockte. Es sah so aus, als würde ich ihr unter den Rock schauen, also gab sie mir die Erlaubnis, mich neben sie zu setzen. Mitsuboshi, warum machst du dir so viele Gedanken um mich? Ich mag dich. Was magst du an mir? Wir haben noch gar nicht geredet. Ich mag dein Gesicht. Es war lieber auf den ersten Blick. Wenn es dir nur um mein Aussehen geht, habe ich nicht vor, weiter mit dir zusammen zu sein. Ich will nicht mit jemandem ausgehen, der hinter meinem Aussehen her ist. Das war nur der Grund, warum ich angefangen habe, mich für dich zu interessieren. Jetzt bin ich an deiner Persönlichkeit interessiert. Ich möchte dich besser kennenlernen. Was gibt es da zu wissen? Ich bin einfach ein normaler Introvertierter, der gerne allein ist. Du solltest das herausfinden können. Das dachte ich anfangs auch. Aber ich habe das Gefühl, dass du ein Mensch sein willst, der mit den Menschen um dich herum gut auskommt. Ich muss richtig gelegen haben, denn sie erstarrte für einen Moment. Warum denkst du das? Ich dachte mir, da alle immer näher an dich herankommen und dann wieder weggehen, bist du einfach nur genervt davon. Du bist süß und beliebt, also musst du es satt haben, dass die Leute schlecht über dich reden, so sehr sie dich auch mögen. Leute, die mich nur wegen meines Aussehens angucken, enden immer auf diese Weise. Ich rede anfangs nicht viel und die Leute bleiben irgendwie in meiner Nähe und sind traurig, dass ich nicht mit ihnen rede. Dir wird es auch so gehen. Ich verstehe, wie es dir geht. Ich war früher auch ein introvertierter Mensch. Aber wie... Ich denke gerne, dass ich jetzt etwas kontaktfreudiger bin, aber früher habe ich nicht viel geredet. Wenn Leute mit mir sprachen, habe ich nur mit einfachen Antworten geantwortet. Ich habe nie etwas von mir ausgesagt. Das klingt nicht nach dir. Ich würde jemanden bitten, für mich zu bürgen, aber niemand aus meiner Middle School geht hierher. Aber ich war wirklich wie du. Ja, das glaube ich dir nicht. Du scheinst eigentlich ein ziemlich gesprächiger Typ zu sein. Irgendwie locker. Einfach geht zu weit. Das war das erste Mal, dass ich einem Mädchen etwas gebeichtet habe. Aber ich bin nur so, weil ich dir all meine Gefühle gestehe.
Ich habe nicht zu viel nachgedacht und lasse die Dinge einfach an mir abperlen, wenn meine Witze nicht ankommen. Die Sache mit der Introvertiertheit war also nur ein Scherz? Das war wahr. Ich habe vorhin einen Scherz gemacht. Wann? Sie hat nicht gemerkt, dass mein Versuch, vor ihr in die Hocke zu gehen, nur ein Scherz war. Ich dachte mir, dass ich es dabei belassen würde, da ich nicht wollte, dass sie mich für einen Perversen hält. Es ist okay, wenn du es nicht verstanden hast. Was ich sagen will, ist, dass ich dich mag, auch wenn du still bist. Ich werde dich nicht ablehnen, weil du introvertiert bist. Dann mach, was du willst. Ich werde einfach ich selbst bleiben. Du willst dich also mit mir verabreden? Das habe ich nie gesagt. Ich habe nicht die Absicht, mich mit irgendjemandem zu verabreden. Na toll. Sie schien zumindest zuzulassen, dass ich in ihrer Nähe bin. Sie ist nicht weggelaufen, als ich sie angesprochen habe. Das war ein erstaunlicher Fortschritt. Pause. Hey, lass uns in den Kunstraum gehen. Du solltest alleine gehen. Ach, komm schon. Ich habe ihre Zustimmung nicht bekommen, aber ich habe darauf gewartet, dass sie sich fertig macht und bin mit ihr zum Nachmittagsunterricht gegangen. Nach dem Unterricht. Miss Matsusaka, lass uns zusammen nach Hause gehen. Komm nicht mit mir mit. Sie lehnte mich immer wieder ab, aber ich gab nicht auf. Am nächsten Tag grüßte ich sie morgens immer wieder und sprach sie in den Pausen an. Sie antwortete nur leise oder sagte ein paar Worte. Es war also nicht so, als ob wir viel miteinander reden würden. Aber sie hat mich definitiv nicht ignoriert. Natürlich haben wir in der Mittagspause abgehangen und sind zusammen nach Hause gegangen. Das ging ungefähr 2 Wochen lang so. Pause. Daichi, du gibst nicht auf. Ich bin beeindruckt. Ich hätte schon vor langer Zeit aufgegeben. Shota hat mit mir geredet, als hätte er Mitleid mit mir. Er und meine Klassenkameraden sahen uns immer miteinander reden. Im Grunde habe ich nur mit ihr geredet und sie hat mich beiläufig abgewimmelt. Vielleicht ist das die Macht der Liebe. Sie redet buchstäblich nicht einmal mit dir. Dir ist doch klar, dass die Leute hinter deinem Rücken über dich lachen, oder? Dass du einfach wahnsinnig bist. Es ist mir egal, ob sie über mich reden, solange sie nicht über sie reden. Weißt du, ich glaube, die Leute sagen, dass sie viel Geduld hat, aber sie reden nicht wirklich schlecht über sie. Wenn überhaupt, dann fühlen sie sich schlecht, weil du ihr ständig hinterherläufst. Das ist unhöflich. Ich glaube nicht, dass ich ihr Ärger bereite. Wie denn auch? Sie ist buchstäblich kalt zu dir, weil du sie nervst. Warum redest du überhaupt mit ihr, wenn sie dich so nervt? Sie ist nicht interessiert. Es macht keinen Spaß. Es ist, als würde ich mein altes Ich beobachten, damit ich sie nicht allein lassen kann. Es macht mir nichts aus, wenn sie so bleibt, aber ich will nicht, dass sie ihre Schulzeit wie alle anderen verbringt. Wie genau ist sie wie du? Das erkläre ich dir später. Nicht einmal Shota weiß, dass ich früher ein introvertierter Mensch war. Ich dachte mir, dass er mir nicht glauben würde, also habe ich unser Gespräch an dieser Stelle beendet. Nach dem Unterricht. Lass uns zusammen nach Hause gehen. Du wirst mir folgen, auch wenn ich Nein sage. Das war unsere regelmäßige Routine. Sie hatte es völlig aufgegeben, mich abzuweisen. Hast du das nicht langsam satt? Dir ist doch klar, dass du mit mir keinen Spaß haben wirst, oder? Es ist schon eine Weile her, dass Frau Matsusaka etwas zu mir gesagt hat. Nein, überhaupt nicht. Ich bin nur froh, dass ich in deiner Nähe sein kann. Ich spreche nicht viel und weiß nicht, was ich sagen soll. Ich weiß nichts über Popkultur und ich bleibe lieber drin und lese Bücher. Wenn du bei mir bleibst, wird nichts Lustiges dabei herauskommen. Hast du das Gefühl, dass du jemanden unterhalten musst? Darüber musst du dir wirklich keine Gedanken machen. Egal, wie viel Zeit ich mit jemandem verbracht habe, ich wurde jedes Mal als langweilig bezeichnet. Sie haben sich immer aufgeregt und mich nicht gemocht. Das will ich nicht mehr. Und was willst du? Ich glaube, wenn du willst, kannst du sehr beliebt werden. Oder willst du allein sein? Ich kann nicht beliebt sein. Wenn sie sowieso weglaufen, kann ich auch gleich so bleiben. Aber das ist ziemlich traurig. Früher dachte ich, es sei in Ordnung, allein zu sein. Aber jetzt, wo ich mehr Freunde habe, bin ich auch glücklicher. Als ich mich änderte, wünschte ich, ich hätte mich schon früher geändert. Ich glaube, dir wird es auch so gehen. Du kannst deine Persönlichkeit nicht so einfach ändern. Du warst nicht wirklich ein introvertierter Mensch, oder? Du willst mir wirklich nicht glauben, oder? Wenn du auch nur den Hauch einer Hoffnung hast, kontaktfreudiger zu werden, werde ich dir helfen. Was hast du vor? Nun, für den Anfang werde ich dich um ein Date bitten. Sie sah mich an, als wäre sie enttäuscht, dass sie überhaupt zugehört hatte. Du wirst dich also mit mir verabreden.
Komm schon, versuch's einfach mal. Wenn du dich mit mir verabredest und sich nichts ändert, verspreche ich dir, dass ich dich nicht mehr belästigen werde. Wirklich? Ich halte meine Versprechen. Na gut. Wenn das Letzte ist, werde ich mich mit dir verabreden. Es macht dir nichts aus, wohin wir bei einem Date gehen? Es macht mir nichts aus. Aber nur damit du es weißt, wenn wir in einen Vergnügungspark gehen, kann ich nicht mit Achterbahn oder Spukhäusern fahren. Also wird es nicht viele Fahrgeschäfte für uns geben. Das ist eigentlich perfekt. Was ist das? Oh, entschuldige, ich höre gerade Selbstgespräche. Wir gehen also nach Sonntag. Ich wollte mit ihr zu einem Date in einem Vergnügungspark gehen. Sie hat unter der Bedingung zugesagt, dass wir keine gruseligen Fahrgeschäfte fahren. Wir fuhren Karussells und Teetassen. Hattest du Spaß? Mehr oder weniger. Sie hat nicht viel geredet, selbst als wir in den Park kamen. Auch wenn ich ihr einen Haufen Gesprächsanfänge zuwarf, reichte sie mir nur kurze Antworten. Es war immer noch so, als ob ich mit mir selbst reden würde. Wie immer. Weißt du noch, dass du gesagt hast, du kannst deine Persönlichkeit nicht so leicht ändern? Das dachte ich auch und vielleicht hatte ich einfach Glück. Aber du bist mir so ähnlich wie früher, dass ich mir gedacht habe, ich könnte deine Persönlichkeit wirklich ein bisschen verändern. Wovon redest du? Ist es dir langweilig, mit mir zusammen zu sein? Ganz und gar nicht. Ich habe einen Vergnügungspark für uns ausgesucht, weil ich helfen wollte, deine Persönlichkeit zu verändern. Ein Date wird daran nichts ändern. Du hast nicht genug Selbstvertrauen. Ich glaube, du redest nicht, weil du Angst davor hast, wie die andere Person reagieren wird. Ich glaube, du denkst an all die negativen Antworten, die dir einfallen werden, wenn du etwas sagst, und hast deshalb Angst, überhaupt etwas zu sagen. Das ist nicht wahr. Sie begann nachzudenken. Ich kenne den wahren Grund nicht, aber irgendetwas muss sie beunruhigt haben. Sie hat sich selbst aufgehalten, ohne es zu wissen. Jeder Mensch ist einzigartig und anders, also kannst du sagen, was du willst. Wenn du etwas gesagt hast, das sie beleidigt hat, kannst du dich entschuldigen. Wenn der Witz nicht ankommt, lässt du ihn einfach fallen. Wenn du selbstbewusst bist, betrachte die Dinge einfach von ihrer positiven Seite. Du sprichst hier nur über Psychologie. Du kannst mir nicht einfach sagen, dass ich selbstbewusst sein soll und mich selbstbewusst machen. Ich verstehe, dass es ein bisschen schwierig ist, aber wenn du aus deinem Schneckenhaus ausbrichst, kannst du dein Selbstvertrauen ziemlich leicht aufbauen. Schneckenhaus? Du tust einfach Dinge, von denen du glaubst, dass du sie nicht tun kannst. Wenn es etwas ist, wovor du Angst hast, ist es sogar noch besser. Angst vor... In der Middle School bin ich mit einem meiner Klassenkameraden zum Snowboarden gefahren. Er kümmerte sich um mich als Introvertierten und ich sagte ihm, dass ich nicht wüsste, wie man Snowboard fährt. Also sagte er, er würde es mir beibringen. Aber er brachte mich auf den Gipfel, ohne etwas zu sagen. Er sagte, dass man Snowboarden lernt, indem man fällt. Nachdem er mir die Grundlagen beigebracht hatte, ließ er mich einfach auf dem Gipfel stehen. Er ist zuerst gefahren, also musste ich alleine runterfahren. Das ist gefährlich. Warst du nicht verletzt? Ich wollte mich nicht verletzen, also habe ich es so sehr versucht. Ich rutschte ein bisschen und wurde schneller, sodass ich immer wieder stürzte, wenn ich konnte. Ich musste runterkommen, also hatte ich Angst, aber ich fuhr langsam. Aber nach einer Weile fing ich an zu lernen, wie man boardet, weil ich es musste. Du hattest Glück, du hättest dich wirklich verletzen können. Ah, er hat mich von unten beobachtet. Ich bin mir sicher, er hätte mir geholfen, wenn etwas passiert wäre. Aber er sagte mir später, wenn ich so viel Angst hätte, würde ich später nichts mehr erleben, was mir Angst macht. Selbst das Reden vor Leuten war nicht so beängstigend wie das, was ich erlebt habe. Dann habe ich festgestellt, dass viele Dinge gar nicht so beängstigend sind, wie ich dachte. Du bist einfach. Was willst du mir mit dieser Geschichte sagen? Ich will damit sagen, dass ich etwas überwunden habe, das ich für unmöglich hielt und meine Persönlichkeit verändert habe. Wenn du deine Angst überwinden kannst, wirst du auch Selbstvertrauen haben. Du meinst, ich soll Snowboarden gehen? Nein, aber es gibt andere Dinge, vor denen du Angst hast. Ich zeige auf die Achterbahn und sie sagt sofort nein. Ich will da nicht drauf, das werde ich auch nicht. Ich werde dich nicht zwingen. Aber wenn du draufsteigst und deine Angst vor Achterbahnen überwindest, wirst du viel selbstbewusster sein als sonst. Was ist schlimmer, als nicht mit jedem reden zu können? Sie dachte über die Antwort auf diese Frage nach. Aus der Sicht eines Introvertierten gibt es nichts Schlimmeres, als mit jemandem zu reden. Auch nachdem ich weiter mit ihr gesprochen hatte, sagte sie nicht viel. Wenn ich nichts gesagt habe, war es totenstill. Ich würde lieber mit jedem reden, als Achterbahn zu fahren. Okay, du wirst es nicht wissen, bevor du es nicht versucht hast, richtig? Danach wird dir alles andere leicht fallen. Das ist alles, was ich für dich tun kann.
Der Rest liegt bei dir. Wenn sie den Status quo beibehalten wollte, konnte sie die Situation verlassen. Ganz einfach. Ich habe versucht, sie davon zu überzeugen, dass sie ihre Ängste besiegen kann. Ob sie den Mut dazu aufbringen kann oder nicht, hängt von ihr ab. Es kam darauf an, wie sehr sie sich ändern wollte. Du warst wirklich ein Introvert? Ich lüge nicht. Ich habe nicht viel geredet und bin nur drin geblieben und habe Spiele gespielt. Ich hatte keine Freunde, mit denen ich etwas unternehmen konnte. Macht das jetzt mehr Spaß? Die Schule macht wirklich sehr viel Spaß. Wenn ich so wäre wie früher, könnte ich mich nicht so fühlen. Ich verstehe. Sie dachte darüber nach und sah mich entschlossen an. Ich werde stinksauer auf dich sein, wenn sich nichts ändert. Ich werde alles tun, was du von mir verlangst. Sie entschied sich, die Achterbahn zu fahren. Irgendwann kommt die Zeit, in der du merkst, dass du dich ändern musst. Wenn sie sich so fühlte, sollte sie sich selbst herausfordern. Sie sagte immer wieder, dass sie es nicht kann, als wir anstanden, aber ich drückte ihr weiterhin die Daumen. Sie hat mir immer wieder gesagt, dass sie alles bereut und dass sie mich hasst, aber dann hat sie in der Achterbahn geschrien. Danach saß sie auf der Bank, als hätte ihre Seele ihren Körper verlassen, und ich kümmerte mich schließlich um sie, einen Monat später. Miss Matsusaka, wollen wir nach dem Unterricht irgendwo hingehen? Tut mir leid, ich kann mich mit niemand anderem verabreden. Einer meiner Klassenkameraden hat sie zu einem Date eingeladen. Sie sagte aber immer nein. Versuch nicht, jemanden die Freundin zu stehlen, Alter. Komm schon, ich will auch mit ihr auskommen. Du kannst dich aber nicht mit ihr verabreden. Wir gehen aus. Nach der Expositionsbehandlung wurde sie selbstbewusster und fröhlicher. Die Leute fingen wieder an, mit ihr zu reden und sie konnte sogar Witze machen. Du brauchst nichts zu sagen. Ich mag dich einfach. Betrüg mich nicht, okay? Wir waren ein offizielles Paar, das von allen in der Klasse gemocht wurde. Ich bin ihr eine Zeit lang gefolgt, damit niemand etwas dagegen hatte. Sie akzeptierte meine Gefühle und begann mir gegenüber Zuneigung zu zeigen, was die Leute dazu brachte, sie zu hänseln. Sie war ein völlig anderer Mensch. Ich will nicht sagen, dass Introvertierte schlecht sind, aber als kontaktfreudige Person wirst du vielleicht mehr Spaß haben können. Sieh dir die beiden an, wie sie mit ihrem PDA angeben. Oder? Ich werde mich nie ändern, was meine Gefühle für dich angeht. Lass uns immer zusammen sein. Ich liebe dich.